Schienentrabi. Ja, hier, wie heißt er? Trabi, Schienentrabi, ne? Hat auch den Spitznamen. So. Da, vom Geräusch her, doch. Oh ja, da könnt ihr mal echt drauf gespannt sein. Das ist ein geiler Zug. Mit einer neuen Lok davor, das ist so geil. Dass ich das aufnehmen konnte. Eine ganz neue Elektrolok davor. Das ist auch schön. Also die mag ich auch sehr gerne von der Elektrolok auf dem Design her. Die würde mir auch gefallen auf der Anlage noch. Ja. Oder die Taurus sehen. Die würde mich auch nochmal reizen. Aber eben alles nach und nach. Man kann nicht alles auf einmal kaufen. Ist eben so das Leben. Ich glaube, wenn du alles auf einmal kaufen kannst, dann wäre das, glaube ich, auch langweilig, finde ich. Dann hat man ja überhaupt keine Wünsche mehr, ne? Oder Träume. Mal gucken, ob gleich noch wieder ein Zug kommt.
Das Signal ist dann schon mal grün. Dann müsste von der Seite wieder ein Zug kommen. Ich stehe gerne mal in Schatten hier. Ganz angenehm. In der Sonne ist es doch noch ein bisschen wärmer. Aber ich bin froh, dass es. Ich wiederhole mich ja wieder abgekühlt hat. Entschuldigung, dass ich so viel sabbel. Sappel, sappel. Aber manchmal habe ich auch so meinen Sappel. Sappeltag oder Sappelmoment. Wer da? Hoffentlich kommt ihr nicht zu mir hier jetzt hier rüber. Für den Zug nämlich noch aufnehmen, der da kommt. Oder kommen soll. Ja, wir gehen mal ein bisschen weiter. Ein Stückchen können wir noch gehen. Ist warm. Jo. Und die Oberleitungsmasten hier zeigen. Warum nicht? Das ist auch interessant. Auch für Modellbauer. Wollt ihr nicht eben was trinken? Ich verdränge das erstmal. Nach dem Video trinke ich was. Vorsicht, alles matschig hier. Ich hoffe, da kommt auch gleich nochmal ein Güterzug oder sowas. Ach, das wäre geil. Entschuldigung, dass ich das jetzt sage. Seitdem ich neue SD-Karte hier drin habe in meinem Smartphone, kann ich wesentlich länger Filme und Videos machen. Natürlich gut für euch und gut auch für mich. Muss ich nicht alle 5 Minuten hier ständig neues Video anstürmen. So, das war's erstmal. So, da kommt erstmal nichts mehr. Ich mache jetzt hier erstmal Cut. Das Video geht schon länger als geplant. Aber ihr hattet Glück mit den Zügen. Ich habe schöne aufgenommen. Zwar nicht. Aber ich werde nochmal in den nächsten Tagen, Wochen, werde ich nochmal einen anderen Bahnhof besuchen. Und da habe ich erfahren und gehört, da sollen sehr schöne Züge längs fahren. Zum Beispiel auch die rollenden Kühlschränke, die eckigen Loks. Ne? Ist auch mal interessant, sowas aufzunehmen. Sieht man auch nicht alle Tage. Und ja, was noch? Ah, ich habe erfahren, da fahren viele Güterzüge längs. Und das würde mich nochmal reizen. Ihr könnt darauf gespannt sein, also viel mehr Action auf der Strecke, denn wo ich vorhabe zu filmen, als wie hier. Ja, das nochmal zu dem Video und zu der Info. Ich sag mal so, bis zum nächsten Video. Ich trinke jetzt erstmal was, bevor ich hier meine Stimme verliere. Naja, Entschuldigung. Aber so, ich sag mal bis dann. Bis zum nächsten Video. Tschüss.